Es war gestern wirklich so ein netter Abend. Und ich bin heilfroh, dass es Arno wieder besser geht. Das ist nicht zuletzt auch Ihr Verdienst gewesen. Möchten Sie denn essen? Also Graf Lahnstein ist noch nicht da. Ich treffe mich mit meinem Chef. Auch ein wichtiger Mann. Darf ich Ihnen schon mal die Karte bringen? Danke, nein. Ich hätte gern erstmal nur einen Kirschsaft. Gerne. Ja, so klein ist die Welt. Ja, zu klein. Hören Sie, wegen heute Morgen beim Frühstück, es tut mir leid, ich wollte Ihnen natürlich nicht so nahe treten. Ich bin wirklich erleichtert, dass Sebastian und Sie wieder zueinander gefunden haben, trotz meiner Störattacke. Was meinen Sie? Hat Sebastian das tatsächlich alles auf sich genommen? Ich spreche von dieser E-Mail, die Sie beinahe Ihren Job gekostet hat. Was reiten Sie denn ständig darauf herum? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Sebastian und ich haben das längst geklärt. Ja, genau, das wundert mich etwas, weil... Wissen Sie, ich habe diese E-Mail geschrieben. Ich war sauer auf Sie und Sebastian und ich wollte, dass Ihnen Hannes Fall entzogen wird. Herr von Lahnstein, was soll das? Was bezwecken Sie mit dieser absurden Behauptung? Also ich möchte einfach verhindern, dass Sebastian etwas ausbaden muss, was er gar nicht getan hat. Warum sollte er die Schuld auf sich nehmen, wenn Sie die Mail geschrieben hätten? Ja, in der Tat, das ist natürlich eine gute Frage. Na bitte. Ich habe zu tun. Sehr geehrter Herr Streitmann, ich schreibe Ihnen, weil mir das Wohl von Lydia Brandner sehr am Herzen liegt. Woher kennen Sie den Text?